Getränke und Milch, die etwa eine halbe Million Menschen in einem Jahr zu Hause konsumieren. Also das ist schon ein beträchtlicher Teil und der größte Teil, das hat eben auch diese Studie gezeigt, des Wegwerfens, was Lebensmittel im Müll landen, ist eben in den privaten Haushalten. Deswegen ist die Kooperation so wichtig, da kann man auch wenig, das ist auch mein Ansatz, da kann man wenig mit Gesetzen und Verboten und Sanktionen operieren. Ich habe auch schon im Parlament wiederholt auf eine diesbezügliche Bürgerinitiative gesagt, mit mir wird sicher keine Ist-auf-Gesetzgebung geben oder Mülldumper gesetzliche, also da gibt es ja unterschiedliche Vorschläge, dass wir jetzt Müllstierler anstellen, die dann bei den Mülltonnen zu Hause schauen, ob der jetzt Lebensmittel weggeworfen hat. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz. Hier mit Verboten, Gesetzen und Sanktionen zu operieren, ist der falsche Ansatz. Man muss hier Bewusstseinsbildung betreiben, Information, und da ist gerade, wie es gesagt wurde, bei den Kaufleuten draußen in den Lebensmittelketten die Information zu den Kunden, Bewusstseinsbildung ganz wichtig. Und mir schwebt auch vor eine engere Kooperation mit den Bildungseinrichtungen, vor allem dem Bildungsressort. Und natürlich, eigentlich muss man im Kindergarten anfangen damit. Und da passiert auch sehr viel in die Richtung, ich weiß es selber, meine beiden Söhne gehen noch in den Kindergarten. Was hier an Bewusstseinsbildung bei den Kindern schon gemacht wird, das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist. Und es geschieht, ich weiß nicht, ob es in allen Kindergärten so ist, aber es geschieht hier wirklich so viel, dass die Kinder dann so nach Hause kommen und eigentlich die Eltern auf das aufmerksam machen und den Kühlschrank durchforsten und sagen, warum man so einkauft und dass es besser ist, dass man nur so viel einkauft, was man in der Woche auch verbrauchen kann. Ich glaube, da hat man den richtigen Schlüssel in der Bewusstseinsbildung und in der Information und in der Eigenverantwortung. Das ist mir sehr wichtig.